Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Early Access Spiel Exoplanet First Contact. Ein Titel, den es seit dem 9. Dezember 2016 auf Steam gibt, für momentan 14,99 € bei 25% Reduzierung, später 19,99 €. Und ja, der Link ist natürlich meine Beschreibung. Das Ganze spielt in einem Space-Western-Setting, nenne ich das einfach mal. Ein bisschen merkwürdig, aber optisch, also von der Screenshots her, sah sehr cool aus und hat ein bisschen Survival-Elemente, Indie-RPG-Action und so weiter und so fort. Lass uns einfach mal reinschnuppern und ja, mal gucken, wie einsteigerfreundlich das ist, ne? The story of my adventures on Catharsis starts with a contract picked up in a bar on the infamous space station Freeport 13. I was hired to transport a group of suspicious geologists and their cargo to the remote system of Tharsis 831, aboard my private spaceship Crystal Betty. Shortly after entering the desert planet's orbit, the ship was hijacked, and I was thrown out of the airlock and left to die. Sometime later, I woke up in the desert, uncertain how I managed to stay alive, but determined to find Beth and tear the hijackers a new one. Bam. Space to continue. Okay, habe ich gemacht. Boah, ganz seltene Geschichte. Man wacht auf. What the hell is happening? Man wacht auf einem Planeten. Everything hurts. Oh, as if I went through a rock crusher. Wow, I've got to find some sort of human settlement on this damn planet, if it even has one. And not to kick the bucket on the way there. Okay. Let's take a look around. Supplies and some sort of a weapon will come in handy. Wow. Scannen. J. Survival Guide. Ja, haben wir gerade gemacht. Q drücken. Ist ja cool. Kameraperspektive seltsam. Irgendwie, hoffentlich ändert sich das gleich. Mit E nehmen wir die Sachen auf. Ist seltsam. Western und Computerchips aufheben, ne? Aber passt schon. Das nehmen wir einfach mal auf, eiskalt. Ich würde gerne die Boxen aufmachen. Also. Die Kamera, da kann ich mich nicht rangewöhnen, glaube ich. Das ist ja echt seltsam. Oh. Ne Journal. Okay. Press E to open Inventory. Wir haben hier Space Jacket. Spacer Pants. Ein Lederhut. 22er Munition. Ein Messer. Und die Teile, die wir gerade eingesammelt haben. Ein Scanner, mit dem haben wir gerade gescannt. Und eine Pistole. Die ist auf der 2. Okay, ich muss wieder E wegmachen. Dann dürfen wir auch zielen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ich fühle mich wohler, wenn ich eine Pistole in der Hand habe. So. Sieht irgendwie gut aus, muss ich sagen. Ich bin gar nicht so unbegeistert. Okay. Springen, alles drin. So, Guide. New Journal Entry. You can switch camera position. Okay, perfekt. V. Mittig. Nach rechts. Also ich würde mittig bevorzugen, glaube ich. Ach, das ist 100-mal besser. Wir schießen zwar durch unseren Hut optisch, aber das ist gut. Okay, und Page Down, Page Up war... Ach, guck mal, das ist ja aber fein gemacht, ne? Also sehr gut. Hat der Entwickler mitgedacht. Gut, was soll ich jetzt machen, liebe Spiel? Q, Scan. Das Scan ist nicht so weit. Ich versuche nochmal ein bisschen hier durchzusuchen. Und ja, man kann sich hier den Bösen anschließen oder den Guten. Man kann sich das so halbwegs, ja, nicht aussuchen, sag ich mal. Ah, hier sind noch Teile. Wo ich nicht drankomme. Ich will es nicht schießen. Das ist eine Batterie, ne? Oh. Was haben wir bloß transportiert? Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Da sieht hier dieses Tier, ne? Dieses... Ah, Fleisch. Ja, gibt's hier... Es gibt auf jeden Fall unten eine rote Energieanzeige. Das wird meine Lebensenergie sein. Eine grüne für keine Ahnung was. Okay, es ist Ausdauer. Und eine blaue. Die müssen wir rausfinden. Super geil. New Journal and... Use Inventory or Hotbar to take your weapon. Habe ich doch gerade. Press H. Okay, wieder zum Wegpacken. Okay, wir haben eine Pistole. Das ist schon mal etwas zum Start. Ich gehe mal den Weg lang. Ich glaube, das ist ein Weg. Sieht nicht so aus wie ein Weg, aber es ist auch kein Weg. Okay, wir flitzen. Irgendwas will er ja von mir. Irgendwas müssen wir machen. Wir haben auf jeden Fall ein Mordsloch in dem Stein geschlagen mit unserem Schiff. Gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier lang müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl. Wir sehen da hinten auch so komische Zeichnungen. Ob es ja auch Indianer gibt? Space-Indianer? Gut, auf 1 ist das Messer. Damit können wir dann schlagen. Okay, vielleicht bin ich einfach falsch rumgelaufen. Was ich aber nicht glaube. Oder wir haben irgendwas Wichtiges vergessen. Q. Also ich finde es
interessant und will gerne wissen, was passiert. So. Flitzen. Lang irgendwo gehen. Energie ist aufgebraucht. Lädt langsam nach. Das Scannen kann er nicht wirklich weit, aber ich denke mal, da gibt es Upgrade. Ah, das sieht aus wie ein Weg. Okay, ich glaube nicht, dass... Das ist unser erster Gegner. Der nicht so schlau ist. Ich will meine Munition nicht verballern. Erfahrungspunkte 75. Nachladen. Mit E einfach draufdrücken, dann kriegen wir das Fleisch. Und er ist verwertet, ekelhaft. Okay. Munition kriege ich natürlich von solchen nicht, ne? Das Ganze ist ja noch Tutorial, denke ich mal, ne? Wird ja nicht so schwer sein. So, wir geben mal Vollgas. Wir haben auch scheinbar Pflanzen. Blue Root was added to inventory. Medium Healing Plant. Kann ich hier ein Essen? Ich will jetzt nicht. Restore 10 Milliliter. 5 Kilokalorien. Also wir müssen essen hier scheinbar. Und da unten ist ein Crafting-Fenster. Das finde ich immer geil. Wenn wir die zum Beispiel da reinmachen, die Sachen... Ah! Craft. Das geht natürlich nicht. Ist ja nur eine Sache. Wir sollen aus mehrere... Eine Sache mehrere Sachen machen, ne? Gut. Aha. Darf ich dich auch looten? Ah, der nimmt das ganze Vieh auf. Sieht interessant aus. Aua. Aua. Wie heißt das Ding? Bit. Aua. Bitbug. Beißkäfer. Gibt ordentlich EP, ist so ein Beißkäfer. Das sieht ja richtig gut aus. Was ist das? Darf ich da wohl rein? Aua. Nö. Oh, meine Lebensenergie. Jemini. Er isst das Ding. Boah, gut. Ich habe das Schutzschild aber einmal durchbrochen sozusagen. Das Ding kann er nicht aufnehmen. Oh, Grafikbugs. 4 Flaschen Wasser. Pures Wasser. Du bist nichts, ne? Oh, ich mag sowas mit Looten und so. 24 neue Schuss und Whisky. Im Wilden Westen darf das nicht fehlen. Mag ich ihn echt überhaupt nicht, aber Box. Und das Scrap drin. Ja, man muss sich immer daran gewöhnen, was ist, ne? Boah, der Grafikfehler ist aber blöd. Okay. Ich switch nochmal auf die Waffe. Das ist mir ein bisschen lieber. Also man weiß nicht so vom Vorderrhein, wo man lang soll. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen gezielter hätte das gehen können. Denn die Welt ist ja bestimmt wesentlich größer als das, was wir hier sehen. Da ist auf jeden Fall nur irgendwas. Ich hätte einfach hier weitergehen können. Naja, ist halt eine Wüste, ne? Wie soll eine Wüste auch aussehen? Alter Cowboy Timmy, hier kriegt das schon hin. Da ist ein Fähnchen. Damit lenkt mich das Spiel schon ganz gut. Gib mir dein Fleisch. Ja. Auch der Charakter sieht cool aus. Ich stehe nicht so auf Wilden Westen, aber das sieht ganz in Ordnung aus. Dann noch lenkt mich das Spiel ja ein bisschen, ne? Guck mal da schon wieder. Ich weiß schon, was man machen muss. Oh. Oh, oh. Ich habe doch Munition nachgeladen. Oh, ist doch knapp. Also in so einer Art Tutorial will ich ungern sterben. So, 32 Schuss haben wir noch. Ich werde da mal drauf schießen, auf diese Kugel. Weil die hat mir ja Mordschaden verursacht gerade. Das bringt nichts. Wie kann ich denn da... Okay, da will ich ja gar nicht hin, das ist ja auch eine Wand. Oh. Was ist das denn? Hallo, ich komme in Frieden. Der andere interessiert sich nicht dafür. Ich gehe da schwer von aus, dass sie mir nichts Gutes wollen. Hm, er lässt sich auch abknallen. Vielleicht ist er doch ein guter. Eine Journal Entity. Entity, meine ich natürlich. Proceed to see your needs. Okay, das, was ich brauche. Energy. Food. Da sind die Kalorien. 1200 haben wir, 94%. Water und Schlafen. Geil. Voll Survival. Oh, I love Survival. Und du hattest komische Sachen dabei. Oh, eine Keule.
Vielleicht hätte ich ihn gar nicht töten sollen, aber ich bin halt ein schießwürdiger Cowboy. Und eindeutig immer ein bisschen Munition, ne? Ja, ein bisschen diese Gegner da, die nerven. Die sind KI-mäßig auch gar nicht so helle. Verbrauchen einfach verdammt viel Munition. So, wie gesagt, das Ganze ist Early Access, heißt also, dass sowas wie der da oben rumbackt, wahrscheinlich gepatcht wird, ne? Sollen wir mal testen, ob der ist nicht lieb. Nie im Leben ist der lieb. Das habe ich jetzt alles schon gesammelt, verflucht. Ich esse mal was. Gibt kein HP. Antigraviums Shards. Rotten Meat. Okay, das wird wahrscheinlich vergehen. Ja, habe ich gerade gelesen. Wir haben so wenig Munition. Ich habe 2 Messer. Das Scannen wird wahrscheinlich ganz praktisch. Oh, macht sogar Bewegung im Gebüsch. Nee, der kommt unfreundlich auf mich zugelaufen. Reached all level 2. So. Emulsia. Restore 10 Hearth Points. Hearth Points? Okay, das hört sich schon mal gut an. Man denkt, man sammelt voll die edlen Sachen, ne? Dabei. Gibt ein bisschen Lebensenergie wieder. Und Whisky gibt minus 500 Milliliter. Also ich hätte versuchen sollen zu craften vielleicht, ne? Das wäre vielleicht klüger gewesen. So, egal. New Journal Entry. Drinking water from... Ne, okay, natürlich, das verstehe ich. Also wir können uns hier hingehen. Und irgendwie sippeln. Aber sag mir nicht irgendwie, wie ich das machen soll. Vorsicht, Knarre. C. Er verliert schnell Wasser. Logisch, ist bestimmt warm. Wir müssen auf eine gewisse Stelle erreichen. Obwohl, das würde ich nicht trinken. Ohne Spaß. Was ist das hier? Das sieht seltsam aus. Ne? Ich muss jetzt mal da oben gucken. Ah, eine Heilpflanze. Mit einem Schädel daneben. Der hat's nicht gepeilt, die zu essen scheinbar. Gut. Mann, ich habe so wenig Munition. Ich wollte erstmal hier oben gucken gehen, bevor ich da jetzt durchs Wasser warte. Also ich weiß nicht, wie er trinkt. Das ist das Doofe. Ist das ein Lebewesen? Oh. Oh Gott. Der schwimmt in aller Seelenruhe. Das sah jetzt komisch aus. Ah, nach einer Blutpflanze. Und wie langsam der schwimmt. Und die Beine in der Hand, Junge. Wüstenmelone, Bloodroot, Turban, was, Kevlar? Ist schon da? Nee. Alles im Inventar gelandet. Und ich habe gesammelt. 60er Damage, das Ding macht nur ein 40er, also equippen wir das. Ich kann das bestimmt ziehen. Wow. Ja, es geht. Dickeres Schwert, aber wir haben auch noch eine Keule gesammelt. Ne? Die machte 45 Schaden. 60 Schaden ist natürlich besser. Ja, Nahkampfwaffen sind wichtig, schätze ich mal, wenn man schon so viel Munition verliert. Die könnten wir essen. Ein Turban können wir aufsetzen, aber der Test-Hat. Ein Test-Hut. Aber die haben ja alle keine Attribute, die Sachen. Okay, der hätte jetzt einen Körper machen können. Das wäre nett gewesen. Oh, oh. Das war nicht so schlau, Tim. Das war absolut nicht schlau. Nimm die Cowboy-Beine in die Hand. Okay, der lässt ab, Gott sei Dank. Okay, wir haben ja noch diese... Ich nehme mal 2. Plus... Ne, zweimal geht's nicht. Plus das hier. Ergibt... Nichts. Da muss mindestens 3 Sachen nehmen. Ein Fleisch. Eine Blutpflanze. Und ein Kürbis. Das ist eine... Wüstenmelone. Craft. Gut, die Rezepte muss man wohl rausfinden. Und 2 Sunflower, da steht es ja auch, Rezepte. Mechanic Scrap, ein Treepot plus Mechanic Scrap plus Electronic Scrap. Okay, oh, das ist aber schwierig. Okay, wir müssen da lang. Ich muss meine Blumen essen da.
Cooldown drin. Weil ich selber schuld bin. Ich bin nämlich da runtergefallen. Mein Fleisch wird schlecht. Ich denke mal, wir können... Können wir da irgendwie ein Feuer machen oder so, dass wir es garen? Oder kann ich das einfach essen? Nö, das können wir einfach essen. Roh. Ja, wir sind ja auch ein Cowboy. Wir essen roh. Aber der Lümmel trinkt nicht. Nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Das eine Vieh gehen wir mal aus dem Weg. Ne? Das Kraftfeld. New Journal Entry. Check out of help ins Pausenmenü und Key Map. More useful tips in crafting survival. Okay. Ja, dann. Pausenmenü help. Okay. Charakterstellen. Boah, wie viele Sachen. Die Tipps. Nein. Was ist das denn alles? Finde ich aber gut. WSD. Oh nein. Mit WSD können wir uns bewegen. Springen. Left Mode. Attack. Aim. Haben wir ausprobiert. Schon geschafft. Interagieren. Skip Line. In Dialog. Okay. Reload. Holster Weapon. Auf H. Für Holster kann ich mir merken. Hotbar. E. Q. Scan. Haben wir schon. I. Open. J. Auch, ja, haben wir auch schon. Charakter. Jetzt haben wir X. Height. Show UI, okay, sehr gut. V, Change Camera Position, Quick Save Grip Lot, cool. Page Down, Page Up, okay, das sind Sachen, die haben wir jetzt aber verstanden. So, um da reinzukommen, muss ich nur was tun. Vielleicht einmal vorschlagen mit meinen neuen Messerchen. Ich werde doch Schmerzen haben. Oh, gar nicht. Gar kein Damage gekriegt. Cool. Eine Box mit 7 dieser komischen Sachen, die ich noch nicht kenne. Medikit, hört sich gut an. Ich muss hier einmal, warum muss ich den einmal berühren? Das verstehe ich nicht so ganz. So. Komme ich nicht so ran, wie ich mir das wünsche. Uah. So, dass ich so doof anstelle, dann komme ich da auch dran, ne? Nämlich so. Electronic. Nee, nee, die Kiste, da kannst du nicht dran. Kannst du dich nicht bücken. X ist weg, verstecken. Ich will das haben. Und wir will unbedingt was craften. Okay. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht, wo lang. Ich gehe einfach mal hier lang. Wow. Der ist bestimmt nicht böse. Oh, der sieht nicht so lieb aus. Ne? Aber der tut mir was. Komm, mal Füße in Hand nehmen. Bella Bulle. So. Da sehe ich die Blutpflanzen. Grafisch? Das ist ein Zwiespalt, würde ich sagen. Ob es von zwischen gut und ein bisschen alt. Aber auch noch nicht nervig. Also es geht schon. Pharma, wow. Das ist bestimmt eine Quest gewesen oder so. Ich denke mal, das Spiel lässt mich jetzt so langsam irgendwo mal eine Siedlung finden. Hoffentlich. Das ist so verzwickt hier. Darf ich das pflücken? Ja, das wäre zu viel. Doch. Aber nur einmal. Okay. Es gibt eine Menge Items, ne? Finde ich jedenfalls. Also wir haben jetzt blaue. Blau plus rot gleich. Nichts. Plus Fleisch. Nein. Ich muss die Rezepte lernen. Also sehen. Stehen ja ein paar da. Oh. Nein. Hör auf. Ein wilder Kampf. Oh, das war knapp. Damage 30, eine weitere Waffe. Ich will nicht sterben. Was soll denn das? Die macht, das ist dieselbe. Damage zweimal. Gut, macht nichts. Die kann man bestimmt verkaufen. Wir schlürfen mal eine davon. Und essen einen davon. Nicht, dass wir mal das kombinieren können nachher. So halte ich mich doch hier wacker am Leben. KI ist ziemlich doof, muss ich zugeben. Also ich kann nicht nur lobende Worte verlieren. Nein, die ist ziemlich dämlich. Aber immerhin hat es auf mich geschossen. You need to find bottles with clean water or plants that filter it search desert melon. Okay, ja, das haben wir auch schon verstanden. Sehe ich ja sogar die Melone. Also ich glaube, Survival ist hier nicht schwer. Ne? Man kann bestimmt in so Positionen kommen, wo es dann halt blöd ist, wenn man kein Wasser mehr hat. Denn wir haben jetzt... Oh, was war das denn? 100%... Na, uns geht's gut. Kann man einfach nur sagen. Schlafen. Das wird schwer. Also ich lasse mich nicht auf den Kampf ein. Auch wenn das jetzt Ultramunitionverschwendung ist. Rausfinden müsste ich trotzdem, was passiert, wenn wir sterben, oder? Das wäre sonst blöd. Boah, es haben aber viele Melonen.
hatte ich mich mehr Jahrzehnte mit wach und am Leben. Also wach nicht, ja, am Leben. 33er Schaden, ist ja nix. Back on the stick. Oh. Das ist ein Rezept, ein Essen wahrscheinlich. Bin gespannt, was für Waffen es gibt. Ist, glaube ich, ein Titel, den ich gerne ein bisschen weiterspielen würde. Eine andere Pflanze. Okay. Wir folgen dem Pfad der Tugend. Das ist doof. Der kostet mir eine ganze Munition, die ich habe. Kann ja auch durchballern, ne? Also durchrennen. Und der hat mich noch nicht gesehen. Der kommt. Ich bin weg. Ich weiß nicht, blaue Pflanze kann man aufnehmen. Pflücken. Wegrennen. Oh nein, Käfer. Ich hasse Käfer. Oh, eine Blutpflanze. Hüpft über sein Cowboy. Und rennt wie ein kleines Mädchen weg. So. Die lassen sehr schnell ab. Das ist sehr angenehm. Höhle. Habe ich mit Licht eine Taschenlampe? Wir sind ja jetzt ja nicht wirklich Cowboy, ne? Oh, Scherben. Von diesen Riesenkristallen hier. Die werden wahrscheinlich für irgendwas Wichtiges benutzt werden müssen. Ist mein Fleisch wird schlecht, vielleicht esse ich nur eins. Für die HP alleine. Ey. Sieht aus wie ein Apfel. So, ich will gerne was kraften, ey. All zwei Sunflower. Tripod plus LED. Solarbatterie. Keine Ahnung, was ich daraus krafte dann. Das ist das Schwierige. Okay, das ist immer das, was man daraus macht. Field Francer. So. Oder für Ninja. Ninja mit Schießen. Aua. Aua. Das ist aber auch ein... Das ist eine Flöte, ehrlich. Nimmt da direkt Damage hier. Mehr Scherben. Ich hoffe, der hört auf mich zu jagen. Kann ich schon wieder eine Blume essen? Viel zu viele Blumen. Hier. Dead Bitbug. Ach so. Ugly when dead. Hübsch. Große Käfer. Diese sind zu kochen. Gut. Okay. Back on the stick. Ein Essen. Mh, das sah aber lecker aus. Da kriegt man glatt echt Hunger. Lauf. Ein Schäppchen. Ja, da brauchen wir schon Milliarde für irgendwas. Ich habe schon mal diese Kackkäfer. So. Sollen wir durchrennen? Wir rennen durch, ne? Und? Lauf, Forest! Lauf! Und pflücken. Lauf, Forest. Scheiße. Viel zu viele Gegner und ich bin noch nicht gestorben. Jetzt habe ich zwei Wege. Oh. Okay, der war nicht so stark. Weil mich fast getötet hat. Firewood, okay. Das hört sich interessant an. Jetzt habe ich ein Medikit zu nehmen. Muss jetzt wieder ein bisschen besser. Ja, Menüführung, alles gut. Also ich bin ganz zufrieden. Also ich habe das Gefühl, dass es da lang weitergeht. Eine Map oder so habe ich gerade schon ausprobiert. Auf M finden wir keine. Ich denke, man hätte uns das Tutorial auch verraten. Story-mäßig komme ich jetzt irgendwie nicht so auf den grünen Zweig. Wir sind abgestürzt, natürlich wieder bewusstlos geworden und wach geworden. Wir können uns... Der sieht nicht böse aus, da schieße ich mal nicht aus der Ferne rauf. Das sieht man einfach, ne, wenn man alter Zocker ist. Fass mit. Pures Wasser. Und er scheint so eine Art Zack. Hey, Paul. Give me the password and take your... Okay. Was war nochmal? Ach, rechte Maustaste. What password? Also ich brauche ihm auch ein Passwort wahrscheinlich und dann kann ich mit ihm handeln. John Smith ist, da weiß ich nicht, was ich habe einfach zu schnell gedrückt. Ach, scheiß Englisch, ey. Sorry. Also wir haben eine Quest gestartet.
Warum machen die sowas nicht auf Deutsch? Ja, da oben ist der Dialog tatsächlich nochmal zum Nachlesen. Das finde ich ja genial. So. Ich sehe, was ich machen kann. Und drücke mal auf J. Zack, lost here, Prof. Apant Molly. He asked me to lead her back to him. Hat irgendwas verloren? Was ist eine Molly? Keine Ahnung. But he said that Molly loves melons and doesn't like... Ja, logisch, das ist genau dasselbe, was ich mag. Also sie mag Melonen. Eine Tasche. Ich darf da einfach so dran gehen und so ohne sie schimpft. Ein bisschen komisch. Feuerholz. Was ist das denn? Also hier kann man sich auch die Tasche vollkloppen mit Kram. So, man hat Dialoge. Dann hätte ich jetzt mit denen, ich hätte jetzt auf Englisch das vorlesen können, hätte ich mich aber mehr blamiert als wirklich verstanden, was ich machen soll. Und back. So eine richtig geile Wumme will ich mal finden. Oh, Medikit, sehr schön. Wir sollen eine komische Molly finden. Was auch immer die ist, hätte ich alles lesen können, aber da hätte ich jetzt eine halbe Stunde lesen müssen. Das ist ja Wahnsinn. Ich spreche, dass ich alles verstehe. Englisch ist halt nicht so mein Ding. Bin 35 bald. Okay. 200 Erfahrungspunkte erlangt. Was können wir denn irgendwie Attributpunkte vergeben? Wir sind Level 2. Wir müssen eigentlich mal Wasser trinken, aber so dringend ist es noch nicht. Und wir dürfen nie vergessen zu scannen. Es gibt zwei Wege. More places, okay. Entdecke mehr Orte. Hier sind Käfer, da ist er nicht lang gelaufen. Die Molly. Achso. Blöd, Mann, falsch gelaufen. Hier lang. Die liebt diese Space Melons. Ist ja einfach als Arbeit. Jetzt kommt wieder Käfer, dann weiß ich nicht. Dann habe ich alles verpeilt. 10 Schuss. Oh nein. Oh oh. Der ist bestimmt nicht die Molly. Seht ihr die Melone? Ich nicht. Dieser komische Apfel. Es ist hier irgendwas geschlüpft, ne? Das sieht aus wie so ein kaputtes Ei. Ich flitze mal an dem vorbei. Wir wissen jetzt, dass sie nicht lieb sind. Okay. Das ist ein Basislager der komischen Typen. So. Er lässt mich in Ruhe. Naja, das ist eher so ein Singleplayer, ne? Das muss man einfach weiterspielen. Und muss, kann Mission machen, muss aber nicht. Das weiß ich nicht, wo die Molly war. Ich habe, wie gesagt, den Text nicht vernünftig gelesen. Das ist einfach dumm. Das sieht aber nicht aus, wie als ob es böse wäre. 200 Erfahrungspunkte wieder erlangt, das Blut. Verdächtig. Und das ist einer von diesen Aliens, oder? Und das ist ein guter. Okay, hier greift mich keiner an. Mal Space Spice. Lala. Feuerwasser. Ich habe eine Menge Fragen. Anything? Was machst du hier? Was ist das für ein Ort? Wer bist du? Ich bin nicht interessiert. Ich suche einen Job. That's not a question. Ich finde cool, dass das da oben nochmal so zusammengefasst wird. Ne? Da kann man dann auch ordentlich lesen. Falls man was übersehen hat. Boah, aber das ist ein mega langer Dialog. Little Helper started. Okay. Hier dürfen wir klauen, aber hier haben wir sogar so ein Dings drauf. Komisch. Hatten wir gerade nicht. Das Campfire. Oh, man kann safen am Campfire. Das ist cool. Leave Camp. Skip Time. Und öffne Inventar. Wieso darf ich das denn noch benutzen? Leave Camp. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber er macht's. Wir dürfen uns ja alles bedienen, ohne dass sie schimpfen.
Ja, ein bisschen skurril. Bikerhelm. Oh, das hört sich auch interessant an. Und du bist? Oh, der hat einen coolen Anzug an. Den will ich haben. And Hoverbike. Bam. Very funny. Sehr lustig. Oh, noch ein kurzer Dialog. Das ist klar, dass wir das Heizzeugs nicht am Anfang kriegen. Oh, eine Axt. Waffen. Kann ich natürlich gucken. In dem Fass finden wir wieder Wasser. Also davon kriegen wir echt genug, ne? Ein Bett. Writing for morning. Afternoon, evening, midnight. Also wir warten bis zum nächsten Morgen. So, sind wir wach. Und hier kann man questen. Das finde ich schon mal interessant. Für Leute, die gut Englisch können, ich könnte auch mal im Menü gucken. Nicht, dass wir es auf Deutsch stellen können. Hätte ich vorher machen sollen, ne? Nein, ist aber nix. Grafik, Musik. Mehr haben wir nicht. Schade. Aber wir gucken trotzdem weiter. Du wolltest ja jetzt nicht durchspielen. Wir testen es ja nur an. Ich sag, super, super Englisch ist nicht notwendig. Jetzt Blutspuren ohne Ende. Ja, ein bisschen Englisch reicht. So Gamer-Englisch nenne ich es immer. Und selbst das ist bei mir nicht so der Hit. Aber trotzdem will ich hier auch spielen, ne? So. Also mehrere Wege führen irgendwo hin. Da ist ein dickes, fettes Windrad, was mich jetzt ein bisschen mehr anlockt als da. Eine interessante Welt auf jeden Fall. Ja, tut mir jetzt nichts, ne? Doch, doch, doch. Ich bin zu schnell für euch. Scheiße, meine Energie ist nicht gut. Ja, zwei Missionen haben wir. Und keine davon werde ich jetzt machen. Weil ich erstmal gucken will. Ich bin neugierig. Auf jeden Fall. So eine Mad Max World, ne? World, sag ich sogar World. Hm, riesige Kabel. Boah, der macht so einen Wendekreis. Muss man aufpassen. Oh, oh. Da hat der Entwickler nicht gedacht, dass da einer zu... so funkenden Kabel läuft. So, ich denke mal nicht, dass sie mich treffen. Hoffe ich. Gut. Überlebt. Also, es gibt wieder mehrere Wege. Finde ich gut. Was bist du denn für einer? Der macht voll Schaden. Aber ich kann den blocken. Boah, das war mega knapp, ey. Was ist das? Boos. Irgendein Human ID Chip Implantat. Okay. Neuro Chip Implantat. Das war doch, was ich brauchte, oder? 50er Damage. Ich würde mich gerne von vorne sehen, sehe ich aber nicht. Mein neuen Helm. Hat der Attribute? Ich muss mal einmal wechseln. Was sind der andere? Nö. Test-Head. Wir heißen alle Test-Head. Ist egal, was wir einen aufhaben. Der gibt minus 500 Flüssigkeit, aber mehr Lebensenergie. Rohes Fleisch. Gares Fleisch. Das ist natürlich mega. Total verständlich. Das sind so eine Art Währung und das ist, keine Ahnung. Rezepte. Neurochip, da. Ein Bitbug plus ein Neurochip. Chipped Bitbug. Was macht der? Werden wir ausprobieren. Ich hatte einen Bitbug da. Geht nicht. Plus 300, da sind bestimmt noch drei Zutaten. Chipped Bitbug, ich muss wahrscheinlich einen Lebenden haben, ne? Wie soll ich einen Lebenden fangen? Okay. Ich will irgendwas craften. Security-Kamera plus Turret und Ammo-Box. Was will der? Cyclops. Turret. Ich habe halt so viel Kram gesammelt. Was soll das für einen Sinn ergeben? Chips. Und ein Implantat. Gleich nichts. Gut, das Crafting ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Oh, aber wir gucken erstmal weiter. Oh. Noch ein Stückerle. Kann ich nicht pflücken? Seltsam.
ob denn die Welt mal so ein bisschen offener wird, ne? Ich meine, ob die jetzt nur durch so eine Schluchten führt, laut Screenshots ist die teilweise offen gewesen. Das ist irgendwie ganz schick gemacht, ne? So, die unendlich langen Dialoge. Vieh. Das ignorieren wir jetzt mal. Wir rennen einfach mal eiskalt weiter. Das ist kein gutes Zeichen, wenn da was liegt, ne? Ich laufe in die Höhle rein. Okay. Das Areale, wo wir uns dann halt leveln können, nur. Ich habe keine Ausdauer, ist das dumme. Boah, macht das ein Damage. Okay, jetzt wissen wir, was passiert, wenn man stirbt. Lord a game, yes. Oh nö, ne. Wenn wir das Autosave, okay. Wir haben noch einmal gespeichert. Ne, ich habe nicht gespeichert. Dann gucken wir mal, wie freundlich die Autosaves sind. Hier. Okay, ich würde sagen, das reicht als kleiner Einblick in das Spiel. Wir dürfen ja aber unendlich viel Kram sammeln, ne? Das ist wirklich viel. Wir könnten dann craften und. Das Ganze ist Early Access, wird natürlich noch aufgebaut. Es gibt Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und ich gucke mir nochmal an, was das hier ist. Das sieht gerade so komisch aus. Mail. Ach, da kann ich dann... Boah, was ein Mauszeiger. In der Zukunft, Mittelalter. Job. Details. Ach, jemand Jobs News. Wanted. Der ist gesucht. Jack Shepard. Jo, das ist doch ein... bestimmt ein Entwickler. Oh. Die schnapp ich mir. Okay. Schön. Es ist ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Hätte ich Bock, ein bisschen weiter zu spielen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge in der Testzone. Bis dann.